Kennst du das? Du denkst nur einen negativen Gedanken oder einen Gedanken der Verletzung oder einen Gedanken an irgendeine Person, die dir vielleicht wehgetan hat, die keinen Kontakt mehr zu dir will oder irgendetwas anderes. Und ehe du dich versiehst, hast du einen ganzen Aufsatz geschrieben. Aber diesen Aufsatz hast du nicht zu Papier gebracht. Das wäre noch eine coole Sache, wenn du den zu Papier gebracht hättest, weil dann könntest du dir diesen Aufsatz wenigstens mal durchlesen und könntest mal gucken, was du denn da so alles so zurechtgedacht hast. Aber den Aufsatz hast du nur in deinem Kopf geschrieben. Und wenn du auf die Uhr schauen würdest, dann würdest du feststellen, wie viel Zeit du damit verschwendet hast. Denn du hast da vielleicht mal 2, 3 Stunden in diesem Gedanken umhergekaddelt und diesen Aufsatz geschrieben, indem du wieder in diesen Urschleim und in die Entstehungsgeschichte zurückgegangen bist, in deine Verletzung, in deine Wut und hast alles wieder aufgetrödelt, bis zum Endpunkt. Und all deine Verletzungen, die dir angetan worden sind, all dein Frust, all deine Enttäuschung, all deine Traurigkeit, hast du in diesen Aufsatz, den du nur da oben geschrieben hast, hineingepackt und hast damit richtig viel Zeit verbracht mit. Vielleicht hast du nebenbei noch etwas Sinnvolles getan, vielleicht dir was zu essen gemacht oder für deine Familie oder dein Haushalt geputzt oder irgendetwas anderes, eine Tätigkeit, bei der du nicht drüber nachdenken musstest oder wo du dich nicht mit deinem Geist drauf konzentrieren musstest, wo du deine Gedanken einfach mal schweifen lassen konntest und wo du deine Gedanken in dieses alte Kopfkino packen konntest, dieses alte Kopfkino, was du schon gestern getan hast und vorgestern und vorvorgestern und vor einer Woche und vor einem Monat und vielleicht schon vor einem Jahr. Weil diese Geschichte über diesen langen Zeitraum einfach nicht geklärt ist mit dieser Person, mit dieser Sache, was auch immer geschehen ist. Und ja, der Endeffekt ist dann irgendwann, dass wenn du aus diesen Gedanken raus bist, wenn du aus diesem Kopfkino raus bist, dann stellst du fest, boah, das war aber anstrengend. Und du stellst, boah, hab ich Hunger. Und boah, eigentlich ist mir ja schlecht. Und boah, meine Schilddrüse arbeitet, fühlt sich so kühl an und so kalt und die hat ja richtig zu tun. Und weißt du, was Ursache für dieses? Ich fühle mich schlecht, ich habe ja Hunger und meine Schilddrüse fühlt sich so schlecht an. Was die Ursache dafür ist? Dein Kopfkino. Weil du hast tausend Gedanken der Angst gedacht, tausend Gedanken der Verletzung, tausend alte Gedanken, die schon längst überholt sind, die schon längst in der Vergangenheit vergessen sind und die Person wahrscheinlich schon längst vergessen hat. Ja, okay, läuft. Ich habe jetzt geguckt, ob meine Uhr läuft, aber die läuft, da muss ich mal so hochgucken. Und du merkst erstmal, wie viel Energie und wie viel Kraft dir das raubt und wie viel Energie du vor allen Dingen dieser anderen Person schenkst. Für die andere Person ist es vielleicht sicherlich schön, dass du ihr so viel Energie und Aufmerksamkeit schenkst, aber die Art der Aufmerksamkeit und die Art der Energie, die Person von dir bekommt, will die gar nicht haben. Die sagt eher, oh, nee, will ich nicht. Oh, bleib du bloß, wo du bist. Oh, dich will ich gar nicht haben. Du fühlst dich ja völlig fürchterlich an und das, was du denkst und wie du über die Sache denkst, ey, nee. Und zum 20. Mal, ach, zum 2000. Mal mehr denkst du darüber nach. Ey, kann doch nicht sein. Ist doch irgendwann mal gut. Muss doch irgendwann mal gut sein. Du musst doch irgendwann mal Frieden damit finden. Das ist die andere Seite, weil für die ist schon längst Frieden, weil die hat eine klare Entscheidung gefällt. Nur du nicht. Du bist immer noch in diesem alten Denken drin. Und das raubt dir eine Menge Kraft, das gibt dir eine Menge Hunger, den du dann hast, das packt dir eine Menge Speckröllchen auf deinen Bauch und ja, es gibt eine Menge Müdigkeit, dass du hinterher sagst, ich bin völlig fertig, ich bin völlig kastenall, ich muss jetzt erstmal schlafen, weil du hast einen Haufen Energie verpulvert für eine Sache, die vielleicht schon längst geklärt ist, nur nicht für dich. Und wenn du dich darin wieder ertappst und wenn du lernen möchtest, wie du da rauskommst und so erste Schritte an die Hand haben möchtest, dann ja, buch doch gerne ein Erstgespräch und dann zeige ich dir, welche Strategien und Mittel dir helfen, um da wieder rauszukommen und nicht wieder beim ersten Gedanken drin zu sitzen und zu wissen, oh, ich da raus bin, sind 3 Stunden vergangen. Ich könnte einen Hüftsteak aufessen von 300 Gramm, groß mit Kartoffeln und Rosenkohl.
Und ich müsste gleich schlafen gehen. Und eigentlich habe ich mindestens 7 Seiten geschrieben, die ich aber nie zu Papier gebracht habe. Denk mal drüber nach. Ich wünsche dir positive Gedanken. Ich wünsche dir positiven Umgang mit dir selber und mit schwierigen Situationen, die gehören zum Leben mit dazu. Und ich wünsche dir den rechten Weg für dich, dem Weg da unten, der Liebe und deines Herzens. Von Herzen alles Liebe in die Nacht. Heike.